In Science-Fiction-Filmen und Büchern begegnen wir ihnen tausendfach, den Außerirdischen. Sie besuchen uns auf der Erde, stoßen mit Menschen der Zukunft in ihren Raumschiffen im Weltall zusammen oder werden von Raumfahrern auf ihren Heimatwelten besucht. In den meisten Romanen kommt es zu feindlichen Handlungen oder gleich zu interstellaren Kriegen, die am Ende dann doch irgendwie gut für die Menschen ausgehen. In der Realität ist von den Aliens nichts zu sehen. Dabei suchen wir seit Jahrzehnten mit unseren Radioteleskopen nach ihnen und lauschen nach Botschaften aus dem All. Doch scheinbar herrscht in unserer Milchstraße Funkstille. Von einigen rätselhaften Impulsen abgesehen, die sich nie wiederholten, war die Suche eine einzige Enttäuschung. Auch kosmische Megastrukturen in Form von Dyson-Sphären oder anderen interplanetaren Großbauprojekten wurden nie beobachtet. Scheinbar gibt es keine außerirdischen Zivilisationen. Und das ist seltsam, denn es müsste sie eigentlich geben. Und dieses Rätsel, das Ausbleiben vom Hinweisen auf außerirdische Zivilisationen, ist eines der größten der Wissenschaft. Das Rätsel hat einen bekannten Namen. Es nennt sich das Fermi-Paradoxon. Es wurde nach dem italienischen Kernphysiker Enrico Fermi benannt, dem als erster Wissenschaftler im Jahr 1950 klar wurde, dass wir längst auf außerirdische Wesen hätten stoßen müssen und diese Frage dann auch laut gestellt hat. Aber warum hätten wir schon längst auf Außerirdische stoßen müssen? Für die Beantwortung dieser Frage müssen wir ein wenig ausholen. 1957 gelang es der Sowjetunion erstmals, ein künstliches Objekt mit einer Rakete in eine Erdumlaufbahn zu schießen. 4 Jahre später folgte mit Juri Gagarin der erste Mensch in einen Orbit und schon 1969 betraten Neil Armstrong und Buzz Aldrin den Mond. Vielleicht werden wir es noch erleben, dass eine bemannte Mission zum Mars erfolgt und erhalten die Gelegenheit, die ersten Schritte eines Menschen auf einem anderen Planeten auf den Bildschirmen zu verfolgen. Die Entfernung zu den Sternen ist allerdings im Vergleich zu den Planeten unseres Sonnensystems gewaltig. Läge der Mars in unserem Vorgarten, so müssten wir zum nächsten Stern, Proxima Centauri, im Vergleich eine interkontinentale Reise unternehmen. Auch wenn es schon Pläne gibt, mikroskopische Sonden auf einen höheren Anteil der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, so wird es ganz sicher noch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende dauern, bis Menschen sich auf eine Reise zu extrasolaren Planeten machen. Noch irgendwann wird die Menschheit diesen Schritt gehen. Schaut man sich die Geschichte an, so haben Menschen schon immer einen Weg gefunden, selbst scheinbar gewaltige Entfernungen zu überwinden. Wenn wir uns nicht irgendwann selbst auslöschen, wird es eines Tages eine Kolonie in einem anderen Sternensystem geben. Wenn dieser Schritt getan wurde, dann erscheint es auch logisch, dass die Menschheit sich letztlich über die gesamte Heimatgalaxis ausbreitet, so wie sie es auch mit der Erde getan hat. Eine wichtige Frage für unsere Betrachtung ist, wie lange das dauern würde. Eine genaue Zeit wird man natürlich hier nicht sagen können, da wir die zukünftige Technologie und die Reisegeschwindigkeit nicht kennen. Aber selbst wenn man konservativ rechnet, könnte man mit Kolonien in den nächsten Sternsystemen vielleicht in den nächsten 400 Jahren rechnen. Wir stellen einfach einmal ein Modell auf, nachdem in 400 Jahren die Nachbarsysteme Alpha Centauri, Ross 248 und Ross 154 besiedelt werden. Wie geht es weiter? Natürlich müssen die Kolonien nun erst einmal wachsen und gedeihen und eine ausreichende Population ausbilden. Vielleicht würde es 600 Jahre dauern, bis die Kolonien dann ihrerseits eine raumfahrende Zivilisation aufgebaut haben. Es ist nur eine Schätzung. Der Zeitraum könnte kürzer oder deutlich länger sein. Für unsere Betrachtung macht das aber keinen Unterschied. Jedenfalls wären 1000 Jahre nach dem ursprünglichen Aufbruch zu den Sternen die nächste Generation von Siedlern bereit, um von den neuen Kolonien aus noch tiefer in die Milchstraße aufzubrechen. Nach weiteren 400 Jahren wären dann weitere 8 Systeme kolonisiert, die sich nunmehr in einer Entfernung von bis zu 15 Lichtjahren von der Sonne entfernt befinden. Vielleicht werden einige Kolonien scheitern,
Aber letztlich werden weitere Siedler zu weiteren Systemen aufbrechen. Wie gesagt, die Zeiträume könnten auch größer sein. Wir machen den Wert einfach noch ein wenig konservativer und gehen von 2400 Jahren für die Eroberung einer Raumregion von 30 Lichtjahren Durchmesser aus. Das entspricht einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 160 Jahren pro Lichtjahr. Setzt sich die Expansion mit diesem Tempo fort, dann hätte die Menschheit nach 800.000 Jahren schon ein Raumgebiet mit einem Radius von 5000 Lichtjahren kolonisiert. Das ist im Maßstab der Milchstraße schon ein deutlich sichtbarer Bereich. Nach 4 Millionen Jahren hätte der Einflussbereich bereits einen Radius von 15.000 Lichtjahren und würde bis ins Zentrum der Milchstraße reichen. Nach 12,8 Millionen Jahren würden die Menschen die komplette Milchstraße beherrschen und sich vermutlich nun daran machen, die naheliegenden Satelliten und Nachbargalaxien zu erreichen. Nun sind knapp 13 Millionen Jahre eine lange Zeit. Doch in kosmischem Maßstab ist es nur ein Augenblick. Um dies näher zu verdeutlichen, werfen wir einen Blick auf die Evolution des Universums. Nach unserem heutigen Verständnis ist das Weltall knapp 14 Milliarden Jahre alt und entstand aus dem sogenannten Urknall. Zunächst gab es nur ausgedehnte Wolken an Wasserstoffgas, die durch den Weltraum zogen. Diese zogen sich unter dem Gewicht ihrer eigenen Schwerkraft allmählich zusammen und bildeten nach etwa 200 Millionen Jahren die ersten Sterne und Galaxien. Die ersten Planeten dürften nach etwa einer Milliarde Jahre entstanden sein. Allerdings geht man davon aus, dass die erste Generation an Planeten hauptsächlich aus Gasriesen bestand, denn schwere Elemente wurden erst gebildet, als die ersten Sterne ausbrannten und bei gewaltigen Explosionen vergingen. Man rechnet damit, dass die ersten erdähnlichen Planeten nach etwa 2 Milliarden Jahren entstanden. Wir wissen, dass es spätestens 1 Milliarde Jahre nach der Entstehung der Erde erste Lebensformen gab. Allerdings gehen Computermodelle davon aus, dass es bereits nach 200 Millionen Jahren erstes Leben auf unserem Planeten gegeben haben könnte. Es ist also bereits über 10 Milliarden Jahre her, dass irgendwo in der Milchstraße Leben existiert haben könnte. Wie wir von der Erde her wissen, ist es ein weiter Weg in der Evolution, von einfachen einzelligen Organismen bis hin zu Mehrzellern, höheren Tieren bis hin zu intelligentem Leben, das in der Lage ist, mit der Hilfe von Technologie in den Weltraum vorzudringen. Bei uns hat es etwa 4 Milliarden Jahre gedauert. Übertragen wir das aber auf das Alter des Universums, so könnte es eine erste raumfahrende Zivilisation bereits vor 8 Milliarden Jahren in der Milchstraße gegeben haben. Wie wir eben gesehen haben, ist für die Ausbreitung einer raumfahrenden Spezies über die Milchstraße theoretisch nur noch ein relativ geringer Zeitraum von 13 Millionen Jahren nötig. Unsere Galaxie sollte also bereits seit fast 8 Milliarden Jahren von einer außerirdischen Spezies besiedelt sein. Doch natürlich ist unser Wissen über die Evolution gerade in der Frühzeit der Milchstraße noch alles andere als vollständig. Vielleicht fehlten noch wichtige Elemente, die für eine Entstehung von Leben und Intelligenz notwendig waren. Vielleicht ist die biologische Evolutionsdauer auch im Durchschnitt länger als auf der Erde. Aber selbst wenn man hier einen konservativen Spielraum von 2 Milliarden Jahren lässt, sollte die Milchstraße seit 6 Milliarden Jahren in den Händen einer außerirdischen Spezies sein. Und 6 Milliarden Jahre sind ein unfassbar langer Zeitraum. Unser Sonnensystem mit der Erde entstand erst vor etwa 4 Milliarden Jahren. Die Dinosaurier lebten vor etwa 100 Millionen Jahren. Zu diesem Zeitpunkt gab es weder Menschen noch ihre affenartigen Vorfahren. Also sollte die Milchstraße schon seit der Geburt unseres Sonnensystems von Außerirdischen besiedelt worden sein. Doch wenn das wirklich so ist, wo sind sie dann? Warum können wir sie nicht sehen, nicht hören? Und warum sind sie nicht längst auf unserer Erde? Wo sind die außerirdischen Funkbotschaften, die außerirdischen Raumschiffe und die kosmischen Megaprojekte?
in den Milliarden Jahren, in denen es sie geben sollte, hätten fortgeschrittene Zivilisationen längst die Galaxie umbauen können, so wie Menschen es heute mit der Erde tun. Doch zu sehen ist nichts. Und das ist das berüchtigte Fermi-Paradoxon. Enrico Fermi stellte das Problem 1950 vor, obwohl schon vor ihm der russische Raketenpionier Konstantin Tsiolkovsky in einem unveröffentlichten Manuskript 1933 dieselbe Frage stellte. Viel Aufmerksamkeit erfuhr das Paradoxon zunächst allerdings nicht. Erst 1975 stellte der Astrophysiker Michael H. Hart eine detaillierte Analyse des Problems auf, weswegen das Fermi-Paradoxon in Fachkreisen auch eher als Fermi-Hart-Paradoxon bekannt ist. Viele Wissenschaftler stellten daraufhin Überlegungen an, warum wir bisher noch nicht auf Außerirdische gestoßen sind, obwohl wir es der Logik her nach doch sollten. Viele potenzielle Lösungen des Problems finden sich heute in der einschlägigen Fachliteratur. Manche sind einfach und logisch, andere sind komplex, fast schon absurd und einige bergen dramatische Konsequenzen für die Zukunft der Menschheit. Einen guten Überblick über die Lösungsvorschläge bietet Where is Everybody? 50 Solutions to the Fermi Paradox and the Problem of Extraterrestrial Life von Stephen Webb, das ich heute als bestes Buch zu diesem Thema empfehlen kann. Die wichtigsten Lösungen daraus wollen wir hier heute diskutieren. Ich übernehme dabei die Nummerierungen aus dem Buch. Lösung 1. Sie sind hier und nennen sich selbst Ungarn. Diese Lösung ist natürlich nicht ernst gemeint. Sie resultiert daraus, dass es in der wissenschaftlichen Community der 1950er in den USA einige aus Ungarn emigrierte Wissenschaftler gab, darunter Leo Szilard, Eugene Wigner, Edward Teller und John von Neumann, von denen man sagte, die sind so unmenschlich gut, das könne nur Außerirdische sein. Wie gesagt, diese Lösung war scherzhaft gemeint. Lösung 2. Sie sind hier und mischen sich in die Belange der Menschheit ein. Diese Lösung kommt eindeutig aus dem Bereich der Verschwörungstheorien und greift die wiederholten UFO-Sichtungen zum Beispiel durch Kampfflugzeuge auf und auch die gelegentlich in bestimmten Kreisen verbreiteten Gerüchte, es gäbe auf der Erde als Menschen getarnte Außerirdische, die Einfluss auf höchste Regierungsbeamte haben, wenn sie sie nicht sogar kontrollieren. Beweise für solche Verschwörungen gibt es freilich nicht. Lösung 3. Sie waren hier, haben Zeugnisse ihrer Existenz hinterlassen und die Erde dann wieder verlassen. Es gibt die Gruppe der Präastronautiker, die es behaupten, zahlreiche historische Gebäude, zum Beispiel die Pyramiden oder manche Inka-Bauwerke seien von Außerirdischen gebaut oder zumindest geplant worden. Andere sehen scheinbare Gesichter auf dem Mars oder Monolithen im Sonnensystem als Hinweise auf die vergangenen Besuche von interstellaren Besuchern. Auch hier hat es Beweise nie gegeben. Und diese These wird von dem Großteil der wissenschaftlichen Community abgelehnt. Dennoch, es könnte sich lohnen, das Sonnensystem nach außerirdischen Artefakten abzusuchen. Auch die Menschheit schickt Sonden in den Weltraum und man kann nicht ausschließen, dass fremde Völker möglicherweise sich selbst replizierende Maschinen benutzen, um den Weltraum zu erkunden, statt starke Funksignale in den Weltraum zu senden oder selber in ein Raumschiff zu steigen. Lösung 5, das sogenannte Zoo-Szenario. Diese Lösung des Fermi-Paradoxons habe ich in meinem eigenen Roman Paradox herausgearbeitet. Hier geht es darum, dass es außerirdische Zivilisationen gibt, die sich uns zwar nicht zeigen und die dafür sorgen, dass die Erde nichts von ihrer Existenz erfährt, aber die sich oder ihre Technologie in der Nähe aufhalten, um die Menschen detailliert zu beobachten und zu analysieren, wie wir es mit Tierpopulationen in irdischen Zoos oder Reservaten machen. Lösung 9. Die Sterne sind zu weit entfernt. Diese Lösung des Fermi-Paradoxons zweifelt eine der grundlegenden Prämissen an, nämlich dass interstellare Raumfahrt
überhaupt möglich ist. Laut dieser Theorie gibt es keine ausreichenden technologischen Fortschritte, die es dem Menschen oder anderen Spezies ermöglichen, die Sterne zu erreichen. Die Ausbreitung über eine Galaxie ist schlichtweg unmöglich. Vor allem überlichtschnelles Reisen bleibt demnach physikalisch verboten. Aber da sich das Fermi-Paradoxon nicht notwendigerweise nur auf lebende Wesen beschränkt, sondern auch auf robotische, wie sich selbst replizierende Maschinen, wären auch solche technologisch nicht möglich. Ich halte diese Lösung für nicht zutreffend. Lösung 10. Es gibt sie, aber sie hatten noch nicht die Zeit, uns zu erreichen. Nach dieser Theorie ist interstellare Raumfahrt und die Ausbreitung über die Galaxien zwar möglich, aber es dauert deutlich länger, als wir es uns vorstellen können. Dafür sprechen die ungeheuren Entfernungen zwischen den Sonnensystemen und die schiere Anzahl an Sternen und Planeten, die kolonisiert werden wollen. Man darf nicht vergessen, dass es in unserer Milchstraße bis zu 400 Milliarden einzelne Sonnensysteme geben könnte. Gegen diese Theorie sprechen aber die gewaltigen Zeiträume, die es einer Spezies erlauben, auch eine große Anzahl an Lichtjahren zurückzulegen und dass eine Ausbreitung über die Milchstraße vermutlich nach dem Schneeballsystem geschehen würde, sodass eine große Zahl an Sonnensystemen eigentlich kein Hindernis sein sollte. Vor allem, wenn eine außerirdische Spezies selbst replizierende Maschinen einsetzt, so sollten deren Sonden eigentlich überall in der Milchstraße zu finden sein. Lösung 11. Eine etwas ungewöhnliche Lösung des Problems wäre ein Ausbreitungsmodell von fremden Spezies nach der Perkulationstheorie. Hiernach findet keine einheitliche Front der Kolonisierung statt, sondern eine eher ungleichmäßige, bei der große Lücken übrig bleiben wie in einem Schweizer Käse. In einer dieser Lücken, die vielleicht hunderte Lichtjahre durchmessen würde, könnten wir uns befinden. Dagegen spricht, dass wir eigentlich auch von außerhalb dieser Lücken Botschaften empfangen könnten und auch in größerer Entfernung mit unseren Teleskopen keine Hinweise auf Aktivitäten von Außerirdischen finden. Lösung 12. Die Außerirdischen nutzen für die Erforschung der Milchstraße Bracewell-von-Neumann-Sonden. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass Außerirdische sich selbst replizierende Maschinen losschicken könnten, statt selbst in die Galaxis aufzubrechen oder starke Radiosender zu benutzen. Hiernach würden Roboter zu anderen Sonnensystemen geschickt, die sich dort mit Ressourcen vor Ort selber nachbauen würden und gleich einem galaktischen Schneeballsystem weitere Systeme anzufliegen. Auf diese Art und Weise könnte man die Heimatgalaxis mit wenig Aufwand und in relativ kurzer Zeit erforschen. Als Lösung des Fermi-Paradoxons setzt diese Lösung aber voraus, dass die Außerirdischen ihr Heimatsystem nicht verlassen und es galaxisweit auch nur eine fremde Spezies gibt. Dennoch könnte es sich lohnen, im Sonnensystem nach Hinweisen auf solche sich selbst replizierende Maschinen oder nach anderen außerirdischen Artefakten zu suchen. Lösung 14. Sie bleiben zu Hause. Vielleicht gibt es andere Spezies, die eine Zivilisation aufgebaut haben. Aber vielleicht bleiben sie auch einfach nur zu Hause, weil sie kein Interesse daran haben, die Sterne zu erreichen. Diese Lösung scheint im ersten Moment sehr weit hergeholt, denn man darf davon ausgehen, dass eine Spezies, die sich über ihren Heimatplaneten ausgebreitet hat, auch ein Interesse daran hat, sich über die Sterne auszubreiten. Doch wir wissen nicht das Geringste über die Psychologie möglicher anderer Spezies. Obwohl unwahrscheinlich, kann man diese Lösung nicht gänzlich ausschließen. Lösung 16. Es gibt sie und sie senden, aber wir können sie nicht empfangen. Wir suchen nach außerirdischen Signalen mit optischen Teleskopen und mit Radioteleskopen. Doch vielleicht sind die Außerirdischen in ihrer Technologie so weit fortgeschritten, dass sie andere Kommunikationstechnologien benutzen als elektromagnetische Strahlung. Vielleicht senden sie Neutrinos oder nutzen Quantenfelder für ihre Kommunikation.
Vielleicht findet überall um uns herum eine lebhafte interstellare Kommunikation statt, die wir aber nicht empfangen können, weil wir die notwendige Technologie noch nicht entwickelt haben. In diesem Falle wäre die Menschheit wie ein eingeborenen Stamm auf einer einsamen Insel im Pazifik, der glaubt, alleine zu sein, weil er noch keine lauten Buschtrommeln von jenseits des Horizonts gehört hat. Lösung 19. Wir haben bereits Signale empfangen, doch wir finden sie in den Datenwusten nicht. Mit Radioteleskopen hören wir nun seit Jahrzehnten den Weltraum ab. Die Datenmengen sind dabei so groß geworden, dass Computer gemäß spezieller Vorgaben nach intelligenten Funksignalen in den Datenbergen suchen. Doch was ist, wenn diese Vorgaben falsch sind und die Außerirdischen auf eine Art und Weise senden, als wir uns denken? Es hat bereits Kandidatensignale gegeben, wie das bekannte Wow-Signal 1977. Doch diese tauchen nie wieder auf und wir sind nicht in der Lage, Daten in ihnen zu finden und sie intelligenten Ursprüngen zuzuweisen. Lösung 22. Berserker. Es klingt wie die Handlung eines Science-Fiction-Films. Eine intelligente, technologisch fortgeschrittene Spezies versteckt sich irgendwo in der Milchstraße und hört irgendwann die Funkbotschaften einer aufstrebenden Spezies. Dann schickt sie Kampfraumschiffe los, um die vermeintliche Konkurrenz zu vernichten, bevor sie zu einer Gefahr werden kann. Vielleicht warten auch überall in der Milchstraße kleine Roboterstationen auf den Empfang einer Funkbotschaft einer neuen Intelligenz und sie senden dann automatisch Nanoroboter oder Marschflugkörper mit sonnenzerstörenden Sprengköpfen los. Vielleicht existiert die ursprüngliche Zivilisation schon gar nicht mehr. Nur noch ihre Roboter sind in der Milchstraße vorhanden und löschen jede neue Spezies aus, bevor sie die interstellare Raumfahrt entwickeln kann. Ich habe ein solches Szenario in meiner eigenen Transportserie verarbeitet. Die namensgebende Berserker-Serie von Fred Saberhagen ist ein weiteres Beispiel aus der Science-Fiction-Literatur. Man denke auch an die Zylonen von Kampfstern Galactica. Die Berserker-Theorie wäre eine logische Erklärung für das Ausbleiben außerirdischer Signale. Wenn ein solches Szenario für das Fermi-Paradox verantwortlich ist, dann droht der Menschheit nunmehr nicht nur Gefahr, sondern die Vernichtung, sobald unsere Funksignale aufgefangen werden oder unsere atmosphärische Signatur in einem fremden Teleskop auftaucht. Lösung 23. Vielleicht kommunizieren sie nicht. Vielleicht haben Außerirdische Angst vor dem Kontakt mit anderen Spezies und scheuen deshalb die Kommunikation. Womöglich befürchten sie ein Berserker-Szenario wie eben erwähnt und senden darum keine Funksignale in den Weltraum. Diese Theorie würde aber auch bedeuten, dass die Außerirdischen auch kein Interesse haben, die Galaxis selber zu kolonisieren. Lösung 27. Der große Filter. Dies ist ein weiteres Szenario, in dem der Menschheit unmittelbare Gefahr droht. Vielleicht bildet sich Leben auf vielen Planeten. Aber es könnte sein, dass die weitere Evolution in einem ganz bestimmten Punkt sehr unwahrscheinlich wird. Möglich, dass dieser Punkt bereits hinter uns liegt. Vielleicht ist der Übergang von einzelligem zu multizellulärem Leben sehr unwahrscheinlich. Oder es gibt viele lebensfreundliche Planeten mit Tieren und Pflanzen, aber die Ausbildung von Intelligenz ist sehr unwahrscheinlich. Es könnte aber auch sein, dass dieser Filter noch in der Zukunft liegt und vor allem Zivilisationen mit fortgeschrittener Technologie bedroht. Vielleicht vernichten sich Spezies wie die Menschen unweigerlich selbst. Vielleicht in Kriegen wie in einer globalen nuklearen Auseinandersetzung. Vielleicht auch aus Versehen bei der Schaffung einer bösartigen Superintelligenz. Womöglich droht bei der Inbetriebnahme größerer Teilchenbeschleuniger die Entstehung eines planetenverschlingenden schwarzen Lochs. Es gibt genügend Technologien am Horizont, die das Potenzial haben, die Menschheit zu vernichten, ohne dass wir es wollen. Es wird vor der Entstehung bösartiger künstlicher Intelligenzen gewarnt oder vor der Vernichtung des Planeten durch außer Kontrolle geratene Nanomaschinen, wie in meinem eigenen Roman Nano. Dieses Szenario
wäre eine logische Erklärung dafür, warum es keine Intelligenzen gibt, die sich in der Milchstraße ausbreiten. Lösung 30. Es gibt sie, aber sie sind zu weit weg. Diese Lösung sagt, dass es sehr wohl außerirdische Intelligenzen dort draußen gibt, sie aber zu weit weg sind. Vielleicht ist die Entstehung von Leben oder Intelligenz so selten, dass die nächsten Zivilisationen erst in Galaxien zu finden sind, die sehr weit von uns entfernt sind. Vielleicht sogar erst jenseits unseres kosmischen Horizonts. Nach diesem Szenario wären wir allein in der Milchstraße und die nächsten Intelligenzen sind so weit von uns entfernt, dass niemals ein Kontakt möglich ist. Lösung 31. Wir sind allein. Dies wäre eine harte Variante der letzten Lösung. Demnach sind wir im gesamten Universum allein und in unserem Kosmos hat sich niemals eine andere intelligente Spezies als die Menschheit entwickelt. Lösung 32. Leben konnte sich erst vor kurzer Zeit in der Milchstraße entwickeln. Laut dieser Theorie gibt es die Möglichkeit der Entwicklung von Leben erst seit sehr kurzer Zeit. Vielleicht ist die komplexe Evolution von Intelligenzwesen aus Gründen, die wir noch nicht kennen oder verstehen, erst seit kurzer Zeit möglich. Vielleicht ist die Menschheit eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Spezies, die eine Raumfahrt entwickelt hat. Womöglich werden wir uns in den nächsten Jahrmillionen in der Milchstraße ausbreiten und dabei auf ähnlich junge Zivilisationen stoßen, die ebenfalls gerade mit der Besiedlung des Kosmos begonnen haben. Der erste Kontakt würde dann zwischen zwei ähnlich weit entwickelten Spezies ablaufen, ganz ähnlich wie in vielen Science-Fiction-Filmen. Es wäre eine hoffnungsvolle Variante. Vielleicht erstrebenswerter als die Aussicht, als einzige Intelligenzwesen in einem womöglich unendlichen Kosmos zu leben. Irgendwann in der Zukunft würde es dann zu einem ersten Kontakt mit den Außerirdischen kommen und natürlich kann man dann nur hoffen, dass es ein friedlicher ist und auch die Menschheit dazu in der Lage ist, die Ressourcen der Milchstraße zu teilen. Im Idealfall mit Freunden. Wir haben nun einige mögliche Lösungen des Fermi-Paradoxons kennengelernt. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist zerstritten darüber, welche Möglichkeit am ehesten zutrifft. Vielleicht gibt es auch noch mögliche Erklärungen, auf die wir bisher noch gar nicht gekommen sind. Doch vorerst bleibt es dabei, dass das Fermi-Paradoxon eins der größten kosmischen Rätsel ist.